Herzlich willkommen bei Lizard Smoke. Moin Moin. Genau, und ich präsentiere euch heute den neuen Tabak von Hukane. Der heißt Jeezy Pier. Und der schmeckt nach Wassermelone, Birne, Limette. Wir haben den schon vorher geraucht. Und wollten einfach mal so ausprobieren, ob wir euch so ein besseres Review geben können. Um auf den Kommentar einzugehen, der uns unter dem letzten Video erreicht hat. Die Pfeife steht jetzt komplett da. Wie immer die IAA und Edition 4 Premium. Ich hoffe, wir können dir damit weiterhelfen. Und wir würden uns über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Erstmal riechen wir an dem Tabak, um euch zu beschreiben, wonach der riecht. Und? Okay, wir wussten das ja schon. Wir haben ja schon gestern dran gerochen. Meiner Meinung nach merkt man von der Limette nichts. Das sieht man auch gleich im Geschmack. Man riecht aber auf jeden Fall Wassermelone und Birne. Wenn man weiß, was es ist, riecht man diese Birne sogar intensiver raus als die Wassermelone. Ja, das finde ich auch. Die Birne ist so 60% und die Wassermelone 40%. Die Limette, wie Nick schon sagt, ist für uns beide einfach nicht vorhanden. Damit würden wir eigentlich schon zum Kopfbau kommen. Heute bauen wir im Hukane Litlip XL und alles weitere erklären wir euch gleich im Kopfbau. Kommen wir einmal zum Kopfbau. Als allererstes rührt ihr den Tabak einmal um. Da seht ihr auch schön den Schnitt und die Feuchtigkeit. Dann füllt ihr den Tabak mit der Gabel einfach locker flockig in den Kopf ein. Ohne viel drücken, einfach nur mit der Gabel reinhebeln. Und dann, wenn ihr habt einen Stocher oder eine Gabel oder je nachdem, was ihr benutzt, den Tabak am besten verteilen. Falls noch irgendwas fehlt, ein bisschen Tabak nachlegen, den Rand einmal mit dem Tuch abwischen, damit nachher nichts festpackt. Und der Kopf ist schon fertig gebaut. Smokebox drauf, Kohlen rein und viel Spaß beim Rauchen. Willkommen zurück. Wir haben uns jetzt ein bisschen den Kopf geraucht und fangen direkt mit der Liste an. Nämlich mit dem Geruch. Wir geben 8 von 10 Punkten für den Geruch. Man riecht auf jeden Fall die Birne und die Melone raus. Nur die Zitrone ist irgendwie, die Limette ist irgendwie gar nicht vorhanden. Und daher haben wir uns auf 8 von 10 Punkten geeinigt. Zum Thema Geschmack. Nach dem Anrauchen haben wir auf jeden Fall deutlich die Birne geschmeckt. Also die Birne ist auch hier im Vordergrund. Die Wassermelone kommt auch eher so mehr mäßig im Nachgang. Und die Limette auch hier. Nur so ein leichter säuerlicher Touch, aber jetzt kein direkter Limettengeschmack. Aber die Kombi aus Wassermelone und Birne schmeckt uns persönlich sehr, sehr gut. Und daher geben wir auch hier 8 von 10 Punkten. Feuchtigkeit und Schnitt geben wir stabile 10 von 10 Punkten. Der Tabak ist mittel vom Schnitt her. Es sind ein paar Ässchen drin, die ein bisschen größer sind, aber die stören absolut nicht. Der Kopf lässt sich gut bauen und ist angenehm feucht. 10 von 10. Zum Thema jetzt Verträglichkeit. Wir haben den jetzt in zwei verschiedenen Setups geraucht, einmal drin und einmal draußen. Und draußen haben wir permanent 2 Kohlen und 1 auf Kipp gelassen und hier drinnen mussten wir zwischenzeitlich einen runternehmen. Und weil das so ein kleines Spiel hin und her ist, geben wir nur 8 von 10 Punkten, nur in Anführungsstrichen. Der Tabak kann sehr gut Hitze ab und er raucht auch dementsprechend sehr gut. Aber weil es so eine Variabilität von den Kohlen her ist, je nachdem wo man raucht, geben wir nur 8 von 10 Punkten. Kommen wir zur Verpackung. Der war mit so einer Alufolie wieder drauf, nur leider gab es keinen Griff dran, das heißt man musste die irgendwie aufstechen und so. Dafür verliert er leider einen Punkt. Vorteilhaft ist, man erkennt auf der Dose, irgendwie ist da was mit Wassermelone und Birne, nur der Name Jeezy Pier. Der lässt einen nicht ganz darauf deuten, was es ist und die Limette ist auch irgendwie nicht zu erkennen auf dem Bild, deswegen geben wir insgesamt 7 von 10 Punkten für die Verpackung. Insgesamt kommen wir damit auf ein Endergebnis von 8,2 Punkten, was wir auf 8 abrunden. Unserer Meinung ist das so, dass man den Tabak auf jeden Fall mal probieren kann. Also wer noch nie Birne geraucht hat, was ich auch noch nicht gemacht habe, und du glaube ich auch nicht. Doch. Doch, genau schon. Never mind. Der kann auf jeden Fall mal probieren. Birne, Wassermelone, die Limette lassen wir mal raus. Die ist gefühlt nicht vorhanden. Sehr interessante Kombination und auf jeden Fall ein Rauch wert. Wir haben uns auch einen Instagram-Account eingerichtet. Wenn ihr da gerne mal vorbeischauen wollt für regelmäßige Uploads, dann sucht bei Instagram unter lizard-smoke und dann könnt ihr uns einmal Abo da lassen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.